Es wird Zeit. Prost. Schmeckt echt gut, ey. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Das Warten hat für viele ein Ende. Der Big Rösti ist wieder da. Ich muss gestehen, ich habe den nie probiert. Aber ich habe mir heute mal die zwei Variationen davon geholt. Denn es gibt wieder einen mit einem Raclette-Käse und auch einer Cranberry-Soße. Also wirklich mal was, ja, Winterliches, sage ich mal. Ist auf jeden Fall mein Fall. Dann fange ich mal an hier mit der Raclette-Version des Big Röstis. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Mayo drauf. Raclette-Käse, den sehe ich auch ausreichend. Wenn auch durch den Transport hat das jetzt ein bisschen gedauert, ein bisschen trocken geworden, sage ich mal. Den Rösti erkenne ich ganz klar. Und vielleicht ein bisschen wenig Bacon drauf. Alles auf diesem Brötchen mit ein bisschen Speck und Käse. Also das ist schon mal nicht schlecht. Mal probieren. Zudem mit Raclette-Käse fand ich jetzt schon recht lecker. Also ich finde diese sauren Gürkchen, die da drauf sind, mit diesem massiven, ja, mit dieser massiven Menge an Mayo, macht wirklich was her, schmeckt echt gut. Halt, allen in allen braucht das aber auch, sonst wird das ziemlich trocken, denke ich mal. Aber schon wieder eine leckere Sache auf jeden Fall. Dann komme ich jetzt mal zu der Cranberry-Version von dem Burger. Halt unter dem Käse, also unter diesem normalen Burger-Käse, haben wir hier dann halt eben ein bisschen Cranberry-Soße. Und sonst ist der gleich aufgebaut, so ziemlich. Also auch mit Bacon und dem Rösti etc. Mal sehen. Also bei dem mit Cranberry hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Soße erhofft, gerade diese Cranberry-Soße, denn ich dachte jetzt so an was richtig Süßes und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, was Saures noch dazu. Das hat irgendwie hier gefehlt, weil dadurch wird der Burger halt einfach nur ziemlich Standard und unterscheidet sich nur gering zu dem mit dem Raclette komischerweise. Aber ich glaube, wenn hier ordentlich Soße drauf wäre, fände ich den ein bisschen nicer als den anderen. So ist es andersrum. Ja, dann mal ab nach McDonald's für jeden, der Bock drauf hat. Schreibt mir einfach mal in den Kommentaren danach, was ihr von den Burgern gehalten habt. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich für euch die neuen Big Rösti. Dann fange ich mal an hier mit dem Raclette. Heute habe ich den Big Rösti parat in seinen neuen Formen, Farben und Formen. Also nicht den komplett originalen, allerdings den neuen mit der Sorte oder so. Dann mal ein neuer Versuch bei dem McDonald's Monopoly. Vielleicht werde ich jetzt Millionär, hoffentlich. Mal sehen. Und was haben wir hier? Okay, die Animation ist schon ganz cool. Und ich kriege ein Eis oder eine Cola. Fantastisch. Dann mal den nächsten Code checken. Also jetzt muss ich irgendwie Millionär werden, denke ich mal. Also alle guten Dinge sind zwei. Ah, nochmal eine Pommes oder ein Softdrink. Fantastisch.